Sonntag im niedersächsischen Renteln. Theresa schwadet mit Kumpel Sören das Heu. Das heißt, sie legt es in Reihen für die Heuballenpresse. Doch mit dem geliehenen Zweikreiselschwader werden die Bahnen dicker als gewollt. Guck dir mal die Haufen an hier. Der kriegt die Krise nachher. Der kriegt richtig die Krise. Okay, meinst du, ich soll das trotzdem so lassen? Was haben wir jetzt für eine andere Möglichkeit? Ja, das klappt schon. So, bis später. Gute Reise, viel Erfolg, verfahr dich nicht. Oh, dieser Staub! Ja, das Problem ist, der Schwader ist etwas groß und es ist zu viel Heu. Und ich denke, wir werden Probleme kriegen mit der Rundballenpresse, dass wir da vernünftige Bunde von kriegen werden. Dass die Presse ewig verstopfen wird, weil einfach zu viel Masse da ist. Da werden wir mal gucken müssen, was wir denn da machen. Es hilft nichts. Der Pressenfahrer ist bereits bestellt und kostet Geld, sobald er vor Ort ist. Scheiße! Ach ja, einfach kann jeder. Dieser Stau! Theresas Glück? Der Pressenfahrer verspätet sich. Das Problem dabei, der Tag hat nur 24 Stunden. Das Heu muss heute noch rein, es soll morgen Regen geben. Die ganzen Ballen müssen dann noch auf dem Boden oder eingelagert werden, dass im Trocknen noch wegkommen. Die Heuballen, die wir pressen, letztes Jahr war es natürlich so, dass die Anfrage so hoch war, weil es kaum was gab. Da waren die Preise enorm. Da lagen die bei 100 Euro plus minus für Heu. Dieses Jahr liegen sie zurzeit noch bei, also wir haben 1,30er Rundballengröße pressen wir. Liegt so bei, ja, 50 Euro. Ich schätze mal, dass wir dieses Jahr hier mindestens um die 200 Ballen haben. Wenn wir, ich sag mal, pro Ballen 50 Euro nehmen, mal 200, bist du bei 10.000 Euro. Klar haben wir dann Abzüge. Wir müssen unsere Fahrer mitrechnen, wir müssen Verschleißteile. Hast du hier irgendwo, es kann immer was kaputt gehen, den Sprit musst du rechnen, die Treckerstunde. Darf man halt nicht vergessen. Dazu kommt die eigene Arbeit, auch an Sonn- und Feiertagen. Man darf halt eigentlich diese Arbeit gar nicht so mitrechnen. Wenn du alleine Angestellten hast, dann musst du wirklich auf Zeit auch richtig gut achten, auf das Geld auch, was du dann ausgibst. Das darf halt Zeit kostet Geld und Geld haben wir nicht. Bei mir ist es aber eher so, klar achte ich darauf auch, aber ich koste mich ja selber nichts quasi, weil ich hab da auch Spaß dran. Vor allem am Treckerfahren. Und das seit der Kindheit. Das Traktorfahren hat mir damals mein Opa beigebracht. Das erste Mal auf dem Trecker, da saß ich bestimmt schon als Baby drauf. Aber das erste Mal wirklich alleine gefahren, da war ich 6 Jahre. Ja. Und das ist einfach so cool. Du sitzt halt auf dem Trecker, du hast so eine coole Aussicht. Das ist schon, ja, das ist schön. Und wenn du am Feld auf dem Acker am Gange bist, und dann so ein richtig hammergeil, so rot, orange oder lila Sonnenuntergang ist. Und du bist in der Natur. Das ist halt, es ist unbeschreiblich, das ist mega geil. Doch heute gehen Abendbrot und Zeitnot Hand in Hand. Denn am Ende des Tages sollen die fertigen Heuballen im Lager liegen. Momentan weiß Theresa aber noch nicht mal, wann der Fahrer mit der Ballenpresse kommt. Immerhin, die Technik hat die 22-Jährige bereits bezwungen. Ich habe ja heute Morgen, dachte schon, scheiße, ein Zweikreisler los, hast du noch nie gemacht, das kann ja was werden. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich noch nie mit einem Zweikreisler gearbeitet habe, habe ich das eigentlich ganz gut gemacht. Ich hoffe, wenn ich gleich vorne an der Wiese bin, dass unser Fahrer endlich da ist, weil ich wollte das Heu unbedingt noch reinhaben. Er wollte vor einer Stunde da sein. Und wenn er nicht da ist, dann ist es echt scheiße, ey. Wenn das Heu nass wird, muss Theresa wieder ganz von vorne anfangen. Warten, wenden, schwaden. Und wieder auf gutes Wetter hoffen. So, ich habe jetzt fertig geschwadet, die Reihen sind fertig. Unser Fahrer ist immer noch nicht da. Ich will jetzt erstmal anrufen und fragen, was denn da los ist. Ja, mal gucken. So. Zügenlicht. Ja, hallo Rolf. Ich wollte einmal fragen, wann du vorbeikommst. Ja, im Moment, ich habe Schwierigkeiten mit der Presse, die Netz nicht. Ich komme auf jeden Fall noch vorbei. Ja. Aber wie weit ich kommen werde, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Okay, danke dir. Dann melde ich nachher und dann gucken wir weiter. Ja. Danke, ciao. Er will noch vorbeikommen, er hat jetzt gerade ein Problem, aber leider mit der Presse, weil das nicht so wickelt, wie er das haben will. Also das Garn, das Netz ist irgendwie defekt. Ja, jetzt mal gucken. Ich hoffe, dass er gleich noch wirklich kommt und heute Abend hier auch fertig wird, weil wenn ich dann morgen wieder aufmachen muss, weil es regnet, da habe ich keine Zeit für. Das kostet Geld, das kostet Zeit, habe ich nicht, kann ich mir nicht leisten. Ist auch scheiße, ey.
Die Presse war ursprünglich für 3 Uhr nachmittags bestellt. Theresa kann nur hoffen, dass der Fahrer die technischen Probleme beheben kann. Um kurz vor 9 Uhr abends rollt die bestellte Maschine schließlich an und legt los. Endlich! Ah! 10 Stunden später? Egal, besser zu spät als nie. Sieht schon mal ganz gut aus. Scheint so, dass er alles gut reinkriegt, ist doch nicht zu dick. Ich habe aber die Befürchtung gehabt, der Schwatt ist zu dick jeweils immer. Ja, Bein kommt raus, es läuft, wie geschmiert. Die Maschine sammelt das Heu und rollt es im Innern auf. Sobald der eingestellte Durchmesser erreicht ist, wickelt sich ein Netz um die Rolle. Der fertig gepresste Ballen fällt direkt auf das Feld. Oder auch nicht. Oh, sieht vielleicht auch nicht so gut aus. Also entweder ist gerade ein kurzes Problem, einfach nur Netzwechsel, oder es ist das Problem von vorhin. Da war ja, so wie er es beschrieben hat, die Netzrolle ist nicht richtig eingezogen. Müssen wir gleich mal gucken. Ich gehe am besten mal hin, frage ihn, was Sache ist. Ich hoffe nicht. Keine guten Aussichten für Theresas Tagesziel. Ist der Netzmechanismus der Presse kaputt, muss sie im schlimmsten Fall morgen von vorn anfangen. Hallo Rolf! Hallo! Das hat keinen Zweck. Ist so dick. Nein, ich habe große Schwierigkeiten, da Netz hinzukriegen. Ja. Und dass ich hier weitermache, hat im Grunde genommen keinen Zweck. Ja, okay. Dass wir das morgen dann gleich pressen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ja, das ist aber telefonieren. Genau, wir telefonieren. 364 Tage hat Theresa auf diesen Tag hingearbeitet. Doch heute muss sie sich gegenüber den technischen Problemen der Maschine geschlagen geben. Er fährt jetzt, guck mal, wie er es macht am besten, ob er was selber reparieren kann. Muss ich jetzt erstmal nach Hause fahren, mit Mama kurz sprechen, wie wir das am besten machen. Ob wir wen anderes zum Pressen holen, weil ich glaube nicht, dass das bis morgen früh wieder heil ist. Mist halt, ne? Du kannst halt heute Abend doch keine Ballen mehr fahren von hier, kannst nicht mehr wegholen. Liegt doch noch über Nacht heute, das heute wahrscheinlich draußen. Das wäre echt scheiße, wenn wir jetzt wieder aufmachen müssen, weil es reinregnet. Vor allem das Gras wächst schon wieder nach, das Untergras. Das ist gerade geil trocken, da ist nichts reingeregnet. Die Qualität geht ja dementsprechend flöten. Es wäre halt scheiße. Gegen 22 Uhr macht das Trecker-Babe Feierabend. Die Nacht schleicht sich an und bringt hoffentlich keinen Wetterwechsel mit sich.